Ausblick 2050, wie kann sich die Welt entwickeln? Und ich muss sagen, bis vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich auf Ihre These der drei Strömungen, Faschismus, Kommunismus oder der Weg des liberalen Rechtsstaats in der freien westlichen Gesellschaft, ganz klar gesagt, das Spiel ist entschieden. Kommunismus, Faschismus, vorbei. Der liberale Rechtsstaat hat sich durchgesetzt im ganzen Westen der Welt und er ist auf Erfolgszug in den Rest der Welt unterwegs. Mein Blick hat sich da ein Stück weit verändert. Jetzt bin ich zwar nach wie vor der Meinung, dass wenn es Enteignungsideen in Deutschland gibt und die eine oder andere faschistische Aussage anderswo, dass das irgendwie alles nach wie vor wirkt, wie Absurditäten aus einer vergangenen und hinter uns liegenden Zeit. Aber mir sind ein bisschen die Augen aufgegangen in den letzten Jahren, was die dynamische Entwicklung anderer Teile der Welt betrifft. Ich glaube, vor einer Woche beim Belt and Road Forum in China, zahlreiche Staaten dieser Welt eingeladen und China hat sich sehr, sehr selbstbewusst, machtbewusst gezeigt. Vizepräsident Schenz war dabei und hat dort eigentlich den unausgesprochenen Anspruch formuliert, dass mit dem System und der Ordnung Chinas wirtschaftlicher Aufstieg und Wohlstand mindestens so eng verbunden ist wie mit unserer Systematik im Westen der Welt. Und insofern gibt es, glaube ich, mittlerweile die große Herausforderung, dass all das, was wir Ländern wie der Ukraine, den Westbalkanstaaten, den afrikanischen Staaten immer sagen konnten, entscheidet euch für unser System, kämpft gegen die Korruption, etabliert eine ordentliche Demokratie, einen funktionierenden Rechtsstaat und das ist eng verbunden mit etwas Unterstützung von uns und wirtschaftlichen Aufstieg, dass es parallel dazu noch eine andere, ganz andere Erzählung und Idee gibt. Die Idee eines nicht wirklich demokratischen, stark und streng geführten Landes, das vielleicht, zwar mit eingeschränkter Freiheit, wirtschaftlich mindestens genauso oder vielleicht sogar erfolgreicher sein kann.